Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Runes of Magic. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir wollen in dieser Folge auf jeden Fall gucken, was in dieser Höhle so abgeht. Ich glaube nämlich gar nichts. Aber wir werden sehen. Nee. Na gut. Hab ich euch also umsonst gespoilert? Naja. Jetzt geht's wieder. So. Dann müssen wir gucken, wie wir hier rumkommen, irgendwie hoch. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Da war dann so ein Dorf, glaube ich, wo wir das hier hoch können und müssen sollen tun. Irgendwie war da was. Ich bin mir nicht ganz sicher. Na super. Ja, das war ja geplant. Na. Blödes Vieh nervt mich jetzt nicht. Mir auch nicht. Hey, schau auf! Keda. Nee, Keda müssen wir nicht reden. So. Nö, nee, so früh losgegangen. Sehr schön, so. Die sind auf jeden Fall Flüchtlinge, die sind alle friedlich. Ich könnte die angreifen, muss ich aber nicht. Und hier wollen wir nach Kerner. Hallo Kerner. Mensch, gut. Alter Priester sagte, können nicht vergessen unsere Kultur. Jischa hat mir gesagt, machen. Netz, mein erstes. Langsam machen, Seil brauchen, weben, formen. Ich kenne Material. Ihr Zeit, ich will 4 blaue Muscheln, 4 orange Muscheln, 3, 4 purpurne Muscheln, 2 große Spitzmuscheln. Aussuchen Muscheln aus jedem Eimer. Okay. Dum, 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 dum. Ach, haben wir schon zwei? Ja, die sind ja alle, glaube ich, verteilt gewesen. Na. Welche nicht? Das ist Spitzmuschel, ne? Ja, nö. Warum nicht? So, einmal mit Muscheln. Ah, die dürfen jetzt ja erstmal suchen gehen. Macht natürlich richtig viel Spaß. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen Muscheln? Hier nicht. Das ist ja Spitzmuscheln. Da oben auch Spitzmuscheln. Super. Hier vielleicht? Ah, einmal mit Muscheln. So, wo ist der letzte?
Ne, wo sind die letzten? Da ist einer. Ich hoffe, ich kann das hier gleich nochmal machen. Und. Da. Mein Seil, wir sind fertig. Verbinden Muschel zusammen. Fertig. Mensch, wollen sehen, ihr geholfen uns gemacht zusammen. Okay, wir haben es geschafft und zwar zusammen. Menschen sind großartig. Ich werde es erneut versuchen. Ja. Na gut, dazu gibt es später mehr bei dem. So, das bedeutet, wir werden jetzt erstmal hier drauf gehen. Na komm. Sind ja treuer Bonus, können wir uns noch abholen. Ein Glückstrank, na gut. Wir sind glücklich, das reicht schon. So, wo gehen wir denn als nächstes hin? Ins Windklippendorf. Dort gibt es richtig viele Quests. Also wenn wir uns auch lange aufhalten. Weil wir einiges zu erledigen haben natürlich. Lalalala. Hier gibt es gleich einen Dinosaurier. Kleine Dinos. Nein, wir spielen nicht Ark. Wir reiten. Irgendwo war doch hier der Teleporter draußen, oder? Nicht? War das nicht so? Doch, sag ich doch. So, haben wir da einen neuen Teleporter freigeschaltet. Yeah. So. Hier haben wir jetzt so übelst viel zu tun. Fangen wir erstmal bei Kevin an. Neben dem Studium der Tiktaalik habe ich stets ein großes Interesse an den Kreaturen aus den Legenden dieser Gegend gehabt. Die Fischer in diesem Gebiet erzählen Geschichten über eine bestimmte Kreatur, die Riffzahn heißt. Eine sehr alte Kreatur der Küsten der Wieglang. Man sagt, dass er die mächtigste Kreatur der Meere sei. Doch niemand, der ihn einmal gesehen hat, ist noch am Leben. Viele Fischer behaupten, die Kreatur gesehen zu haben, doch keiner kann es beweisen. Jedoch weiß ich, dass diese Kreatur existiert. Da der berühmte Biologe Descouvreur diese uralte riesige in den Korallenriff im Herz des Ozeans lebende Kreatur in seinem Buch erwähnt. Die Beschreibung ihres wilden Verhaltens und ihre wunderschönen Flossen hat mein Interesse so sehr geweckt, dass ich dieses wundervolle Wesen nur mit eigenen Augen sehen möchte. Sir, von den Forschern habe ich erfahren, dass ihr viel herumreist. Wärt ihr bereit, euch in das Herz des Ozeans zu begeben und mir eine Gewebeprobe vom Riffzahn zu besorgen? Ich wollte schon immer wissen, ob der Riffzahn so aussieht, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh, der hat ja gerade alle Schotten locker. Kuman Leiter. So müde. Kann nie genug schlafen. So schläfrig. Abenteurer. Eine so frische Person wie euch zu sehen, macht mich ganz neidisch. Es ist wirklich ein großes Ärgernis. Ich muss mich wegen der aggressiven Tiktaalik vor dem Dorf sorgen. Und ich kann diesen Albtraum nicht entfliehen. Richtig, Abenteurer. Habt ihr jemals einen Traum gehabt, der immer wiederkehrt? Habt
Ich habe schon seit langem immer wieder den gleichen. Möchtet ihr, dass ich ihn von euch erzähle? Ja, erzähl mal. Ich habe schon seit Ewigkeiten denselben Albtraum. Darin betrete ich eine Unterwasserwelt, die purpurn angemalt und voll von Korallen und Luftblasen ist. Eine bestialische Frau, halb Schlange, halb Mensch, steht vor mir. Klingt nach Medusa. Sie richtet die ganze Macht ihrer Hexerei auf mich und zieht etwas aus meinem Kopf, das so aussieht wie ein Hummer. Die Frau hat den Hummer auch einen großen Namen gegeben, irgendwas wie Blut und Siegelklaue. Was folgt, ist ein endloser Albtraum, dem ich nicht entfliehen kann. Egal wohin ich renne, und jedes Mal, wenn ich dem Hummer in die Augen schaue, beschwört er einen Monsterschwarm herauf, der mich verfolgt. Ich halte es einfach nicht mehr aus. Sobald ich meine Augen schließe, kommen diese Albträume. Ich habe vor kurzem einen Reisenden getroffen, der sagte, dass er wiederkehrende Albträume hatte, doch ein Mittel dagegen gefunden hat. Okay. Dieser Reisende hat mir erzählt, dass er die gleiche Erfahrung gemacht hat und der Grund für die immer wiederkehrenden Träume darin liegt, dass mein Geist aus dem alten Traumland, welches nur im Schlaf existiert, stammt. Er erzählte, dass das Monster durch die Träume der Lebenden in die Wirklichkeit gelangen können. Er sagte, der einzige Weg, solche Monster zu besiegen, sei es, aus den Körperflüssigkeiten Kristallfragmente herzustellen und sie zu reinigen. Doch als ich schlief, manifestierte sich der Hummer mit dem Namen Blutrünstige Klaue nicht in der Wirklichkeit, weshalb er mir nicht helfen konnte. Diese Geschichte kommt mir schon etwas seltsam vor. Doch dieser Traum treibt mich in den Wahnsinn. Also habe ich wie ein Verrückter überall nach jemanden gesucht, der mir helfen kann, den Hummer mit dem Namen Blutrünstige Klaue loszuwerden. Abenteurer, vielleicht denkt ihr, ich hätte den Verstand verloren. Doch ich flehe euch an, wenn ihr Blutrünstige Klaue begegnet, bringt mir bitte sein Traumland. Kristallfragment. Ja. So, Loki in Kajat. Der hat eine Festungsvorräte. Abenteurer, ich würde euch gerne um Hilfe bitten, falls ihr etwas. Nee, da hat so ein Maß überschritten, genau. Falls ihr etwas Zeit für mich erübrigen könntet. Eine unserer Patrouillen ist in der kleinen Festung in der Nähe des Ayan-Clans östlich des Windklippendorfes positioniert. Sie haben Material angefordert, aber ich kann keinen Mann entbehren, um es ihnen zu bringen. Könnt ihr vielleicht bei der Sache wirklich sein? Der Aufseher heißt dort, Moment bitte, ich sehe kurz nach. Ihr Name ist Lisha Diktet. Diktet. So. Geht einfach zu ihr. Nö. So, hier haben wir natürlich ein Hausmädchen. Ich muss gucken, ob wir irgendwie Post erhalten haben oder so. Oder was verkauft. Ja, hier, Piratenbeute. Das nehmen wir gleich wieder. Zack, einmal. Nochmal. Zweimal. Und nochmal. Dreimal. Und hier haben wir nochmal. Vier. Und nehmen wir nochmal. Fünf. Hier haben wir nochmal was. Schattenmondwanderer, ja, Nummer 845.000. Katsching. Ja, das war's erstmal. Den werde ich mal ganz kurz rausnehmen. Hat seinen Grund. Nee. Ah, doch, machen wir Bank öffnen. Das können wir mal wegschmeißen. Denn hier.
Zack. So, weiter geht's. Ja, Dailies, oder das. Ach ja, Basler Tigu. Vor langer Zeit, langer, langer Zeit. Was, wann genau? Ich kann mich nicht ganz genau erinnern. Ich rede wieder mal. Bist du gekommen, um mit Großmutter zu sprechen, junger Freund? Dann hört zu, wenn die Großmutter von vergangenen Tagen erzählt. Setzt euch einfach hin und hört zu. Großmutter wohnt schon ziemlich lange in diesem Dorf. Seit damals, als es noch ein kleines Dorf war. Über seine Blüte bis zu seinem Fall. Ein Menschenleben hat genau die gleichen Stationen, nicht wahr? Einige alte Freunde haben sich mit der Zeit verändert und es gibt viel, das junge Menschen nicht verstehen. Sie zeigen auf andere Menschen und nennen sie sonderbar. Unser Verhältnis zu den Tiktaalik war nicht immer so angespannt. Ihr solltet sie nicht nachmachen, um die Tiktaalik sonderbar nennen. Wir leben viele Jahre mit den Tiktaalik in Frieden. Einige von ihnen lernten sogar unsere Sprache. Eine interessante Erinnerung. Ich hätte nie gedacht, dass sie uns plötzlich angreifen und unsere Sachen stehlen würden. Was ich jetzt bereue, als ich jung war, hatten wir ein Geheimnis zusammen. Ihr wisst schon, Kinder mögen es, Sachen zu verstecken. Sie vergraben ihre Schätze und nehmen sich vor, sie 10 Jahre später auszugraben. Sein Name wartet, sein, warte mal, lass mich nachdenken, er war Giatu. Ja, genau, Giatu. Es ist halt jemand, das nach vielen Jahren hat, nach vielen Jahren hat sich hier so viel verändert. Es könnte so zu schwierig für Großmutter sein, dorthin zu gehen. Wo sie wohnen, könnte ich euch bitten, das für mich zu erledigen, junger Freund. Könntet ihr zum Ayak-Clan gehen? Dort lebt er. Findet die kleine Kiste für Großmutter. Auch wenn wir schon lange keine Freunde mehr sind, Großmutter möchte diese Erinnerung gerne behalten. Na gut. Hier haben wir auf jeden Fall da noch, da noch, da noch. Da haben wir noch. Ja, einen können wir noch machen. Nee, da war's nicht. Nehmen wir Noxi. Bischau. Tantchen Dajenlege wollte nicht, dass ich sie begleite. Sie ist allein losgezogen, um die Tiktaalik zu bekämpfen. Sie ist zum großen Baum links neben dem Tor gegangen. Tantchen ist bemerkenswert, aber ich habe Angst, dass ihr etwas passiert. Könnt ihr nachgucken und sie beschützen, bitte? Machen wir. Freunde, dein Lege, geht zurück ins Dorf. Ich werde sie töten, ich werde sie alle töten. Mädel, was machst du denn? Den nehmen wir mit. Loot auf jeden Fall. Geht weg, hört auf, mir zu folgen. Oh, Heususe. So. Dann werden wir mal zurückreiten. Und was wir auf jeden Fall noch alles in dieser Stadt erleben und für komische Aufträge bekommen und was wir noch für Vollidioten. Charaktere dort begegnen.
das sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt, wenn wir wieder Runes of Magic spielen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Habt auf jeden Fall einen wunderprächtigen Tag und ja, haut rein, Leute. Ciao.